Für welches Deutschland kämpfen wir? Sind wir vielleicht bemitleidend Nostalgiker? Denn das Deutschland, für das wir kämpfen, das gibt's nicht mehr. Heute bin ich im Gespräch mit dem deutsch-libanesischen Filmemacher Imad Karim. Wir haben uns einige Zeit nicht gesehen, aber du nimmst heute Abend teil an dem kleinen Hambacher Fest 2020. Ja, ich bin wieder ein Gast und ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf. Das sind wunderbare Menschen, die ich wieder treffen darf und so ein wie dich zum Beispiel wieder. Danke. Und das ist sehr schön. Ich freue mich. Was bringt dich hierher? Was sind deine Motive, Beweggründe? Ich bin Bürger dieses Landes. Ich interessiere mich für das, was in diesem Land geschieht. So ein Ereignis ist für mich wichtig. Ich hatte mal schon mal gesagt, dass ich vor 39 Jahren oder 40 Jahren hier stand als Student und wollte den Ort kennenlernen. Insofern bin ich mit diesem Ort sehr emotional verbunden. Und ich wohne auch nicht mehr weit. Ich wohne nicht weit von hier. Also es sind sehr viele Momente, die mich veranlasst haben, das wieder hier zu sein. Und ich komme auch privat hier mit der Familie. Im Vorgespräch hast du mir gesagt, du bist zurzeit nicht sehr optimistisch. Ja, also für mich, ich sagte immer und ich sage immer wieder, eine Gesellschaft, eine demokratische, liberale Gesellschaft braucht eine starke Mitte. Und ich habe mir immer gewünscht, dass wir Demokraten in der Lage sind, diese Mitte wieder zu stärken. Und wenn ich jetzt die Parteilandschaft bei uns sehe ich, dass die, im Grunde, wir haben so eine Art Blockparteien, auch wenn der Begriff inflationiert ist. Und da habe ich mir gehofft, dass die AfD zum Beispiel sich zu einer demokratischen Kraft, Kollektive entwickelt und die Mitte der Gesellschaft besetzt. Jetzt bin ich ehrlich gesagt nicht mehr so optimistisch und mich macht sehr traurig diese Grabenkämpfe, diese Schlammschlachten und die Bereitschaft, den anderen zu denunzieren. Das ist einfach etwas, was für mich schon Schockcharakter hat. Man würde eigentlich erwarten, dass mal mehr Leute auf die Straße gehen. Aber das will einfach nicht passieren. Warum? Nee. Also das Problem ist, natürlich muss man zugeben, dass jede Kraft, jede politische Kraft, die sich gegen den Mainstream, stellt, ist im Grunde, wird bekämpft und zwar an verschiedenen Fronten. Die wird von den Medien bekämpft, die werden auch von den Organisationen der Zivilgesellschaft bekämpft, von der Kirche, von den Gewerkschaften, natürlich von den Parteien und jetzt allerdings neu auch von den instrumentalisierten Sicherheitsbehörden. Und insofern ist es nicht leicht, so zu agieren, wie in einer liberalen Gesellschaft, in einer Demokratie erwartet wird. Und deshalb merke ich schon oder stelle ich fest, dass wir diese Träume, wie es 2016 hatten oder 2017, dass sie jetzt langsam verschwinden. Und für mich ist das schon, war der Punkt eigentlich 2018, wo wir Wechsel an der Spitze des Bundesamts für Verfassungsschutz hatten. Die Verfassungsorgane brauchen Menschen, die neutral und im Sinne des Rechtsstaates handeln und nicht im Dienste der Parteien. Das ist ja auch sehr deprimierend, was du sagst, für uns als alternative Journalisten. Wir versuchen, die kritischen Stimmen beizubringen. Wir versuchen, den Ausgleich zu schaffen zu den Mainstream-Medien, die sehr einseitig sind. Aber viel bewegt haben wir nicht. Haben wir überhaupt was verhindert von der Entwicklung? Also du provozierst mich jetzt, etwas zu sagen. Also manchmal, wenn ich ins Bett gehe und sage, am besten sollten wir morgen alle grün und links wählen. Damit man ordentliches Chaos kriegt. Wir brauchen das Chaos, wir brauchen eigentlich das Chaos, damit die Menschen endlich aufwachen. Und das, was sich in Stuttgart abgespielt hat, das hätte vor 10 Jahren, hätte das zu einem Aufstand geführt. Und würde das erst in 10 Jahren passieren, gäbe es noch weniger Reaktionen. Dann wäre es zu spät vielleicht. Ja, aber das Problem ist für mich, sage ich, warum kämpfst du? Du kämpfst dafür, dass dir besser geht heute, aber dass es dir erspart bleibt, was deine Kinder erleben. Oder sollst du am besten jetzt das Schicksal deiner Kinder jetzt teilen, indem wirklich ein Chaos bricht, also losbricht. Und das ist das Problem. Die Menschen haben Angst. Heute wird man nicht in Internierungslager geschickt. Internierungslager kommt
frei Haus nach Hause. Da wirst du geächtet, sozial geächtet. Digital und, exekutiert. Digital exekutiert und auch sozial und auch in deiner Umgebung und in deiner beruflichen Existenz. Und das finde ich eine sehr gefährliche Entwicklung. Das wird nicht gut gehen. Und ich habe jetzt gesehen, also die Entwicklung mit Black Lives Matter und das Ganze. Also ich denke auch, ich bringe keine frohe Botschaften. Also ich glaube auch, dass wir zum Beispiel im November, wenn Trump gewinnen sollte, dass danach ein Chaos bricht. Ja, dann hat er seinen Kampf gegen den tiefen Staat verloren. Ich glaube, er wird gewinnen, aber es wird danach in Amerika, in den USA, einen Widerstand geben, ein Chaos. Und das wird überschwemmen nach Paris, London, Berlin. Und ich kenne den Ausgang nicht. Siehst du eine Möglichkeit, irgendwie das, was wir da sehen, was sich entwickelt, was du ja jetzt gerade skizziert hast, nochmal aufzuhalten? Wir haben eine Parteienlandschaft, die fast komplett nach links wandert. Wir haben drei kleine und eine größere Oppositionsparteien im Bundestag. Da kommt auch nicht viel. Also im Augenblick, der Kahn fährt auf Autopilot gegen die Wand. Also das hast du eigentlich die Frage sehr schön beantwortet. Also ich würde gerne jetzt hier dir und den Zuschauern und jedem was Gutes berichten. Aber ich bin im Moment, ich sehe das nicht so zuversichtlich, was die Entwicklung passiert. Ich hoffe, dass die Vernunft siegt. Aber ich suche die Vernunft und es wird immer schwierig, sie zu finden. Das ist ein sehr schwieriges Versteckspiel. Wir suchen sie alle. Die Frage ist, können wir vielleicht was anders machen als Journalisten im alternativen Universum? Wir müssen uns treu bleiben. Wir müssen uns auch nicht von Politikern blenden lassen. Wir sollen uns nicht von Politikern führen lassen. Wir müssen unserem Gewissen, unserem Ethos folgen und einfach sagen, wir versuchen wirklich zu berichten. Und das hatte ich auch in meinem letzten Film gemacht. Für mich war das auch ein Hans-Georg Maaßen. Aber Hans-Georg Maaßen, das war eine Botschaft auch an die nächsten Generationen. Und die Begegnung zwischen diesem Mann und mir, das ist wunderschön. Zwei Männer mit zwei verschiedenen Geschichten treffen und reden über das Land, das sie verbindet. Und das war meine Botschaft in dem Film. Und ich glaube, du machst auch, ich will jetzt, wenn wir uns gegenseitig loben, langweilig das Zuschauer. Aber wir versuchen alle nach unserem Gewissen zu handeln. Aber wir müssen auch kritisch sein und keine Idole folgen. Wir sind unsere eigenen Idole. Ja, wir müssen vor allem abends noch in den Spiegel schauen können. Das eigene Gewissen ist die einzige Richtschnur. Und das ist für mich, als jemand, der seit 43 Jahren hier lebt, für mich war das immer mein Kapital, dass ich jederzeit, nicht nur abends, sagen kann, du Imad Karim, du bist in dieses Land gekommen und was hast du für ein Kapital? Und das ist der Selbstrespekt, die Selbstachtung und die Selbstliebe. Und ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre lebe und mit dieser Maxime dann irgendwo ausscheide. Noch eine letzte Frage, wenn Bitte. Du erlaubst. Also ich lese oft deine Facebook-Postings auch sehr gerne und da kam immer wieder ein Gedanke vor, die Bewunderung für Deutschland. Das ist ziemlich verklungen jetzt, ne, wegen der Entwicklung. Ja, also ich muss dir was erzählen. Und zwar, ich kenne einen jungen Mann, das ist der Sohn unserer Freundin, der ist Jurist in New York. Und er sagt, die UNO ist ein korrupter Laden. Der junge Mann, sein Vater ist Tunesier, aber ist ein Deutscher. Also groß, 2 Meter, sieht ein bisschen auch nordafrikanisch aus. Und mit dem habe ich telefoniert vor drei Tagen. Und dann sagt er zu mir, Imad, für welches Deutschland kämpfen wir? Sind wir vielleicht bemitleidend Nostalgiker? Denn das Deutschland, für das wir kämpfen, das gibt's nicht mehr. Das war ein Schlusswort. Danke, Imad Karim. Gerne.